Herzlich willkommen bei dieser neuen Episode. Heute möchte ich euch was erzählen über Stoffwindeln oder Wegwerfwindeln. Die ewige Frage, die viele Eltern sich abfragen. Was ist denn besser? Die Geburt eines Kindes bringt viele Entscheidungen mit sich mit. Eins davon ist der Wahl der richtigen Windel. Stoffwindeln oder Wegwerf. Welche ist jetzt die beste Option für dich und dein Baby? Hier möchte ich wirklich mal beide Alternativen mit dir näher betrachten und einige Fakten und Tipps dazu geben, damit du die beste Entscheidung für dich und deine Familie treffen kannst. Stoffwindeln aus natürliches Material sowie Baumwolle, Hanf oder Bambus gefertigt und können wie immer verwendet werden. Dadurch sind sie nicht nur langlebiger als Wegwerfwindeln, sondern auch umweltfreundlicher, da sie den Müllberg reduzieren und keine giftigen Stoffe in die Umwelt abgeben. Auch für die empfindliche Babyhaut sind Stoffwindeln eine gute Wahl, denn sie enthalten in der Regel weniger Chemikalien und reizen die Haut weniger. Ein weiteres Vorteil von Stoffwindeln ist, dass sie langfristig gehen und kostengünstiger sind. Zwar sind die Anschaffungskosten höher, doch über die gesamte Wickelzeit betrachtet sparst du wirklich Geld, da du keine Wegwerfwindeln kaufen musst. Allerdings erfordern Stoffwindeln etwas mehr Arbeit. Sie müssen gewaschen und getrocknet werden, was natürlich Zeit und Mühe kostet. Aber viele Eltern empfinden dies als einen kleinen Preis im Vergleich zu den Vorteilen, die Stoffwindeln bieten. Wegwerfwindeln bestehen aus synthetischem Material und werden nach Gebrauch entsorgt. Sie sind bequem, praktisch und in vielen verschiedenen Marken und Größen enthältlich. Für viele Eltern ist die schnelle und einfache Handlung von Wegwerfwindeln ein großer Pluspunkt, vor allem wenn es darum geht, das Baby unterwegs zu wickeln. Ein Nachteil von Wegwerfwindeln ist jedoch ihre Umweltbelastung. Sie tragen erheblich zur Müllmenge bei und benötigen viele Jahre, um abgebaut zu werden. Zudem enthalten sie oft Chemikalien, die die Haut des Babys reizen oder sogar schädigen können. Fazit: Letztendlich hängt die Wahl zwischen Stoff- oder Wegwerfwindeln von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Für umweltbewusste Eltern, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und bereit sind, etwas mehr Zeit in die Pflege der Windeln zu investieren, sind Stoffwindeln eine ausgezeichnete Wahl. Wer hingegen mehr Wert auf Bequemlichkeit und einfach Handlung legt, wird eher zu Wegwerfwindeln tendieren. Es gibt auch Eltern, die sich für eine Kombination aus beide entschieden und nach Situation und Bedarf wechseln. Die Windelfrage ist nur eine von vielen Entscheidungen, die wir als Eltern treffen müssen. Jeder von uns möchte das Beste für sein Kind und es gibt kein universelles Rezept dafür. Vielleicht hast du schon Erfahrungen mit beiden Windelarten gemacht und möchtest du deine Meinung teilen oder stehst gerade vor der Entscheidung und suchst nach Informationen und Ratschlägen. In jedem Fall ist es wichtig, dass wir miteinander sprechen, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.